Oh, hallo und willkommen zu. In der guten alten Zeit hätten wir das ein Infovideo genannt. Wir sind aber in der modernen Zukunftswelt. Dementsprechend ist es die Mögli-Runde wahrscheinlich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall dachte ich mir, wir können mit dem Kanal bezüglich über ein paar Updates reden. Denn wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist, ist die Videoreihe zu Pokémon Smaragd, der Randomizer Nuzlocke Challenge, zu Ende gegangen. Was? Es war eine gute Videoreihe. Ich bin zufrieden damit, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass Generation 3 sehr hart an der Grenze zu dem ist, was man wirklich für eine Randomizer Nuzlocke machen kann, weil es wirklich nicht viele Pokémon gibt. Und ich denke, ich muss nicht nochmal einen Generation 3 Randomizer machen. Es ist einfach... Es ist nicht so aufregend, ehrlich gesagt. Aber dafür ist die dritte Generation meine absolute Lieblings-, beziehungsweise die Höhen-Editionen sind meine Lieblings-Editionen aus der Pokémon-Reihe. Dementsprechend alles gut. Ich hatte meinen Spaß damit. Und ja, damit sind wir vorbei. Ein paar Leute meinten, dass ich noch gegen Troy kämpfen könnte oder Rayquaza machen, aber Rayquaza wird gerandomized sein. Das ist irgendein anderes legendäres Pokémon auf Level 70 und Troy ist irgendwie auch über Level 70 oder so. Ich müsste so viel trainieren und ich habe nicht das Gefühl, dass wirklich zur Videoreihe so nicht viel beitragen würde an dem Punkt. Wir haben die Top 4 geschafft und das ist das Einzige, worum es geht. Warum merke ich das an? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte es nur anmerken. Aber eine Sache, die ich anmerken muss diesbezüglich zu Smaragd ist, an einer Stelle habe ich den glorreichen Picknick-Song gesungen, der ging... Ich habe keine Ahnung mehr, wie er ging, aber es war irgendwas mit der Picknick-Song und davon hat... Oh Gott. Aeonthem war, glaube ich, der Name auf YouTube. Ich bin mir nicht mehr sicher. War ein komischer Name, den ich mir nicht merken kann. Er hat damals auch den Remix zu Populäre Theorie Alarm gemacht, falls sich da noch erinnert. Und er hat dazu einen gemacht. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt, wie ich im Stream reingehört habe. Komm, wir singen zusammen. Oh, wir singen den Picknick-Song. 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 Oh, wir singen den Picknick-Song. Oh mein Gott. Das ist aus Smaragd. Ich weiß nicht mehr an welchem Punkt, aber es ist aus Smaragd. Wenn ihr das ganze Lied hören wollt, ich werde es natürlich in der Beschreibung verlinken. Selbstverständlich. Ansonsten stellen wir uns jetzt an dem Punkt die Frage, okay. Smaragd ist abgeschlossen, war eine nette Videoreihe, ist für lange Zeit gelaufen, dazu muss ich sagen, so eine Videoreihe zu machen, mein Gott, das ist mehr Arbeit, als ich in Erinnerung hatte. Vor allem muss man jeden Tag eins bringen. Aber was ist mit dem 17-Uhr-Slot, der heilige 17-Uhr-Slot? Gibt es nichts, womit wir ihn füllen können? Und das ist die Sache, wir werden sehen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Pläne, was ich hier machen will, videoreihentechnisch auf dem Kanal. Wir werden jetzt erstmal... Zum einen, wir werden keine Pokémon Randomizer Nuzlocke dergleichen machen, generell kein Pokémon, weil, glaub mir, das wird dermaßen so schnell langweilig, wenn wir direkt das nächste danach machen. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, Pokémon-Spiele neigen dazu, etwas träge zu sein und alle ein, zwei Monate mal eins zu spielen, das ist genug für mich, ehrlich gesagt. Ich will ehrlich sein an der Stelle, es sind nicht so, es sind nette Spiele, aber nicht so nett, dass ich sie konstant spielen muss. Ich mag generell eher die Spin-Offs mehr. Apropos Spin-Offs, was ich gerne spielen würde, ist, wo ist es? Soll ich wahrscheinlich eine Videoreihe machen mit Fanny zusammen? Pokémon Channel, was nicht allzu lange dauern wird. Die wahren Fans erinnern sich, die falschen erinnern sich nicht. Natürlich daran, dass wir es auch mal im Stream gespielt haben, am Selbsthass-Sonntag. Jedoch ist die Aufzeichnung davon, der zweite Teil, kaputt gegangen. Mit kaputt gegangen meine ich. Ganz am Ende sieht man ein Interview, Konzert mit Mauzi und aus irgendwelchen Gründen hat Pokémon Company aus Japan dafür das Video weltweit gesperrt. Das heißt, davon ist nur die erste Stunde übrig und vor allem, ich habe das Spiel damals tatsächlich gespielt. Also nicht zusammen, aber unabhängig voneinander. Das heißt, wir haben das sogar, Moment, da oben sind ihre Spiele. Ja, wir haben das sogar zweimal da. Dementsprechend möchte ich das ganz gerne machen, was unterhaltsam wird. Ich meine, es ist ein dummes Spiel, wir haben nur 3-4 Folgen oder so. Aber darauf hätte ich Lust, ehrlich gesagt. Ich denke, das wäre eine lustige Sache. Ansonsten, Karten. Ich habe ein paar Kartenvideos, die ich ja auch dringend mal, oh Gott, nicht die Hand davor, ich verdecke das Mikrofon, die ich dringend mal rendern sollte. Ich habe zum Beispiel eins noch gemacht zu den Schnappi-Karten und dann ja, verschiedene andere Karten-Openings. Und eine Sache, an der ich arbeite.
Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das am besten hinbekomme, wie ich das am besten machen will. Und zwar würde ich unglaublich gerne eine Videoreihe machen zu quasi, oh Gott, ich hoffe, das kann man halbwegs erkennen, der Evolution von Pokémon-Karten, wo ich von einer Karte einen Blick, beziehungsweise von einem Pokémon einen Blick auf alle Karten werfe. Und das Problem ist, ich habe einiges, warum zeige ich dir jetzt schon alle? Das ist ein Polo. Das Problem ist, ich habe dafür einiges vorbereitet. Also auch schon einige Pokémon, von denen ich alle Karten besitze inzwischen. Nur ich weiß nicht ganz, wie ich das als Videoreihe machen will. Ich weiß nicht ganz, ob ich das halb geskriptet machen will oder wahrscheinlich am besten gar nicht, aber ich bin, also nicht geskriptet, nicht generell gar nicht. Ich bin sehr unsicher diesbezüglich und deswegen habe ich das noch nicht gemacht, obwohl ich schon ein paar Pokémon davon fertig habe. Beziehungsweise alle Karten von den jeweiligen Pokémon. Folgen, die zum Beispiel wir hätten, wären Alpollo, wie ihr euch denken könnt. Dann habe ich Nebulak, was leider nicht allzu aufregend ist. Snobelicat, Dragosso, Knogger, Poretta fehlen mir, glaube ich, noch einige. Smogon habe ich im Großen und Ganzen alle. Und dann will ich noch Impergator, beziehungsweise generell die Impergator-Entwicklungsreihe machen. Und ist eigentlich, ich denke, es ist eine spaßige Idee, weil einfach die Artworks der Pokémon, das ist das, was das TCG in erster Linie auszeichnet, würde ich sagen, dass die Artworks von verschiedenen Leuten gemacht wurden und es gibt interessante Bilder zu sehen, wie die Pokémon über die Jahre dargestellt wurden. Ich weiß nicht, ich denke, es ist interessant. Vor allem kann ich dann auch ein bisschen die Gelegenheit nutzen, um das Pokémon an sich zu reden, weil es darüber zu erzählen gibt, zum Beispiel das Snobelicat. Ja, das Gefühl, es gibt da, es ist ein Pokémon, das nicht so viel Aufmerksamkeit bekam. Beschämenderweise. Aber ja, das ist eine Sache, die ich unglaublich gern machen will, aber ich weiß beim besten Willen noch nicht wie. Und das ist ein Problem, weil ich jetzt schon seit einem Monat überlege, wie ich das am besten machen soll. Aber ich komme zu keinem Ergebnis, aber ich werde das noch machen. Ich weiß nur noch nicht wie. Weil, genau, das will ich unglaublich gerne machen, da es dann kartentechnisch was anderes wäre als nur mal Openings. Denn ich habe das Gefühl, es kann mit der Zeit auch etwas alt werden. Und es steckt mehr an den Karten, als nur Booster-Packs aufmachen. Was ich ansonsten auch noch an der Sammelfront am Erledigen bin, mehr oder weniger aktuell nicht mehr allzu aktiv ist, ein paar Sets zu komplettieren. Weil ich denke, dass auch das spaßige Videos werden. Zum Beispiel habe ich damals eins gemacht zu Metal Raiders. Das war auf Mythos of Gaming und da hatte ich nicht das ganze Set komplett, aber generell einen Rückblick auf das Booster-Set. Und ich mochte das vom Prinzip her. Und ich denke, das würde ich auch gern machen. Vor allem bei Yu-Gi-Oh! Karten, da würde sowas wie mit der Evolution der Karten, wie auch immer ich das nennen will, würde nicht ganz funktionieren, weil es bei den meisten Karten nicht wirklich allzu viele verschiedene Ausführungen gibt. Aber ganze Sets zu komplettieren und darüber dann zu reden, was in dem Set gab, was es ausgezeichnet hat und was die netten Karten daraus waren und sowas. Ich denke, das könnte ganz interessant sein. Das würde ich eigentlich wirklich gerne machen. Nur muss ich dafür noch ein bisschen was vorbereiten. Aktuell hätte ich Metal Raiders bis auf den Schattenleichen-Fledderer komplett, aber ich habe das Gefühl, über Metal Raiders habe ich das bereits gemacht. Weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Auf jeden Fall sind das Pläne. Ansonsten, videotechnisch, was will ich, tut mir leid, das Kartenzeug, es ist nur, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, okay? Und ich kam noch nicht dazu, sie auf diesem Kanal zu äußern, in irgendeiner Form. Deswegen, es musste einfach alles raus. Ihr könnt übrigens für das Evolution der Pokémon-Dingens gerne Pokémon vorschlagen. Jedoch bedenkt, dass viele davon finanziell nicht machbar sein werden. Zum Beispiel Gengar, Dragoran, Glurak, ob ihr es glaubt oder nicht, oder Pikachu, gewisse Key-Pokémon, die einfach viel zu viele Karten haben und viel zu wertvolle, viel zu teure, das werde ich nicht ganz stemmen können, dementsprechend lassen wir das. Auf jeden Fall, jetzt playtechnisch, was gibt es sonst noch, was ich gerne bringen würde? Wii-Spiele, ehrlich gesagt, ich denke, das wäre eine ganz nette Sache. Das heißt, ich habe mir ein paar, zugelegt, ich hätte die ganze Zeit über einige Wii-Spiele, aber ich will in dieser Zeit dann ein paar Wii-Spiele bringen, zum Beispiel Wii Play. Habe ich nie gespielt. Könnte ich nett werden für ein, zwei Videos. Also wirklich nur ganz kurze Videoreihen. Keine, die irgendwie Smaragd-Ausmaße annehmen wird. Aber ich denke, das ist okay. Dann Wii Sports Resort würde ich gerne mich durch alle Minispiele etwas fuchteln und wedeln. Ich denke, das wäre eine ganz nette Sache. Und was hatte ich sonst noch geplant? Ich glaube, da waren noch irgendwelche anderen, aber ich habe es vergessen. Das ist vollkommen okay. Genau, ein paar Wii-Spiele würde ich ganz gerne machen. Und ansonsten, was ich natürlich auch schon seit einer Ewigkeit machen will und irgendwann auch noch machen werde, ist, ihr erinnert euch noch an das Video, das 12 Stunden lang war, zu Herr der Ringe des... Nein, das ist die Rückkehr des Königs.
Das dritte Zeitalter für den GameCube. Klassisches JRPG. Ich habe ein Video gemacht, in dem ich das ganze Spiel durch... Es ist wirklich ein JRPG, in dem ich das ganze Spiel durchgespielt habe. Ihr könnt reinschauen. Und ja, wenn ich es heute machen würde, ich habe inzwischen die Bücher wesentlich weiter gelesen und hätte die Story anders aufgefasst, als es damals der Fall war. Aber ja, das war eine nette Videoreihe und an sich würde ich gerne mehr in der Richtung machen. Das heißt, die Spiele, die ich dafür mir am besten vorstellen könnte, wären... Warum suche ich sie raus? Ich habe es trotzdem gefunden. Metroid Prime 2 und Star Fox Adventures, was glaube ich gerade nicht hier drin im Regal ist. Auf jeden Fall. Zu denen würde ich auch ganz gern derartige Videoreihen machen. Jedoch habe ich das Gefühl, dass dieses 12-Stunden-Video vorproduzieren etwas anstrengend ist. Das heißt, ich weiß auch hier noch nicht ganz, wie ich das am besten machen will. Star Fox Adventures zum Beispiel habe ich des Öfteren angefangen. Ich war irgendwie nie ganz zufrieden, beziehungsweise habe dann auch nicht mehr wirklich die Zeit gefunden, um weiterzumachen. Dann hatte ich 1,5 Stunden von dem 12-Stunden-Spiel. Und ja, das war nicht allzu bezaubernd. Aber an sich bin ich eigentlich ein relativ großer Fan davon, Spiele, die... Seien wir realistisch an der Stelle. Ich mehr mag als die meisten Leute, die meinen Kanal schauen. wenn ich von diesen Spielen einfach ein ganzes Video mache. Metroid Prime 2 werde ich übrigens 100% holen. Falls ihr euch wundert, oh, was ist der Unterschied zur anderen Videoreihe? Die 100% auf der GameCube-Version! Ich weiß zwischendurch den Randomizer, wo alle Items liegen und da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Und der Star Fox Adventures generell ein Spiel, das ich eigentlich sehr viel mehr mag, als ich sollte. Aber darüber haben wir in der Morgenrunde bereits geredet. Darüber würde ich das gern machen, aber die Frage ist natürlich, will ich das als... Will ich kürzere Videos dazu bringen? Mit kürzere meine ich, keine Ahnung, vielleicht 2-3 Stunden pro Part oder so? Oder vielleicht nur eine Stunde? Eine halbe? Ich weiß es nicht. Aber im Idealfall würde ich das auch als ein einziges langes Video machen, aber... auch darüber sollte ich noch nachdenken. Und ja, das waren viele Informationen. Mein Gott, das waren sehr viele Informationen. Ja. In nächster Zeit, ich will Pokémon Channel mit Fanny spielen. Ich will ein paar Wii-Spiele bringen, was denke ich ja nebenbei ganz nett wird. Ich werde das Pokémon Infinite Fusion Finale bringen. Ich habe es fast vergessen. Das werde ich heute oder morgen noch aufnehmen. Denn ich habe die Pokémon damals, als ich es noch aufgenommen habe, am gleichen Tag trainiert, aber... Ich habe das Finale nie aufgenommen. Zu meiner Verteidigung. Zu der Zeit, als ich das gemacht habe, war ich mit den ganzen Videos, an denen ich gearbeitet habe und den Streams nebenbei, hatte ich das Gefühl, dass ich vielleicht etwas überlastet war. Und dementsprechend habe ich das für mich gekickt, was ich am ehesten mir vorstellen kann zu kicken, um mich etwas zu entlasten. Und das war in dem Fall MOP. Zum fürchterlichsten Zeitpunkt, der es sein kann, aber... Ja, yeah, so war es dann. Und dann habe ich wieder angefangen, Videos zu machen. Ich glaube, da hatte ich dann auch einen Monat Pause oder so auf dem Kanal. Da habe ich wieder angefangen und dann dachte ich mir, oh, ich habe gar keine Lust darauf. All diese schlechten Erinnerungen. Und ja, dann habe ich das weitestgehend erfolgreich verdrängt. Aber ja, ich werde das Finale noch machen, okay? Ich habe die Pokémon trainiert dafür. Genau, Pokémon Channel, Wii-Spieler, dann in absehbarer Zeit ein paar gute alte GameCube-Klassiker. Und natürlich die verschiedenen Evolutionen der Karten oder vollständige Kartensets. Ich habe einige Videos geplant für diesen Kanal, kann das sein. Und zusätzlich, weil das noch nicht genug war, habe ich mit den Jungs mal angefangen, Mario 64 DS aufzunehmen. Problem daran ist aber, wir haben nur 3 Folgen und das würde ich ehrlich gesagt ganz gerne möglichst fertig aufnehmen, bevor ich es hochlade. Denn sonst werden wir in der Situation sein, dass in dem Fall, wie es jetzt wäre, dass 3 Folgen kommen. Und dann für die nächsten 2-3 Wochen irgendwie keine. Und ich hatte das Gefühl, das ist nicht optimal. Dementsprechend werden wir darauf noch ein bisschen warten müssen. Aber auch noch eine Sache, die kommen wird. Und ja, ansonsten schaut auf DickMirimil vorbei. Der Kanal, in dem ich meine Koch- und RS-Videos, was üblicherweise in erster Linie RS-Videos sind, hochlade. Am Wochenende wird ein Video kommen, in dem ich was Spezielles probieren werde. Ich meine, es ist streng genommen in der Form von Kochen, aber ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen, oder nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber waren das die Updates? Das sind unerwartet viele Pläne. Ich dachte eigentlich, dass es wirklich nicht allzu viel werden. Oh, und noch eine Sache. Nein, wisst ihr was? Lassen wir das. Ich muss jetzt nicht jedes Spiel, was ich irgendwie mir vorgestellt habe auf dem Kanal, für kurze Zeit, also jedes Kurzspiel, das ich hier irgendwie bringen will, anmerken, glaube ich. Aber ja, ich habe ein paar Pläne gemacht. Bin mir bei einigen Dingen noch nicht ganz sicher, wie ich es umsetzen will. Dann meine ich GameCube-Spiele und Karten, aber wir arbeiten an Dingen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Videos
werden kommen, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Und bis zum nächsten Mal.